Waren wir, glaube ich, schon mal drinnen, ne? Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Da liegt einer lustlos rum. Der liegt da immer noch. Eulpelz. Hä? Kommt der denn jetzt? Alter! Zauber ihn weg. Engineered. Ich will doch nur da lang. Lass mich doch einfach durch. Mensch. Mensch, sagt er. Ja, Mensch, sagt er. Einer ist weg. Das war knapp. Das war wirklich knapp. Hast du ein Schwein, dass der dich verfehlt hat? Ach, das war alles Können. Ja, und der Duselman ist wieder da. Mr. Dusel, bitte. Ja. Hast du das Gesicht gesehen? Nein. Im Fußboden? Ach doch, ja. Doch, das habe ich gesehen. Aber wir haben nur einen, den würde ich mir gerne aufheben, weil ich weiß nicht, was passiert, wenn man den da reinsteckt. Da wird sie nämlich hell drinne. Spontan. Ach so. Dauerhaft oder bloß kurz? Ja, für immer. Was ich allerdings noch machen möchte, hoffentlich überlebe ich's. Große Seele eines stolzen Kriegers und glatterseitiger Stein. So, den da oben möchte ich noch schnell umbringen. Die Hündchen bewegen sich auch immer, wenn ich hier lang laufe. Bei Gelegenheit auch. Oh, da war, glaube ich, einer. Noch einer. Noch einer. Gute Tiere. Jetzt will er es auch wirklich wissen. Das ist alles mit nur noch einem Furz von Lebensenergie. Darum ja. Geht's hier weiter oder gibt's hier bloß Sachen? Weiß es nicht mehr. Oh! Banditenaxt. Eine komplette Banditenrüstung. Jawohl. Er hat's nicht kommen sehen. Er hat nämlich noch geschlafen. Dass er nicht mit aufgestanden ist, als seine Kumpel jetzt erledigt wurden. Der hat jetzt sehr tief geschlafen. Der war fies. Der war richtig fies. Was ein Arsch. Und noch einmal das Ganze. Juhu! Yay! Oder wie es mein Schwesterchen sagen würde. Wup, wup. Das ist jetzt ein Dark Souls Song machen. Aus den ganzen Sterbeschreien von mir. Okay. Schade. Aber nur nochmal zur Erinnerung, du bist ja ein Magier, du könntest öfter mal magieren. Magieren? Ja. Ja, das Problem ist, dass ich weiß nicht, wie weit ich es jetzt hier immer durchhalte.
werde natürlich magieren, wenn sich die Gelegenheit dazu bietet, wie zum Beispiel bei ihmchen hier. Oder bei ihmchen. Aber so eine Horde von Gegnern ist immer relativ blöd mit Magie anzugreifen, weil man trifft leider immer nur einen. Ich habe noch keine Flächenmagien. Und Flächenmagien sind noch relativ selten. Taktisch vorgeht, geht sogar. Vorsicht rechts. Hab ich gesehen. Also dann werde ich wieder warm. Aber jetzt gehe ich ins kalte Wasser. Wieder so schlechtes Wortspiel. Boah. Tschüssen. Licht aus. Das ist nicht ein Scheitel gezogen. Aber irgendwie lässt er keine Fackel mehr fallen. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber man kann ja nicht immer alles haben. Ja, stimmt das mal. Jetzt hör doch mal auf. Mit dem Scheiß. Eisenpfeile. So, Kindchen, komm her. Der war gemein. Wo kommen die denn alle immer her? Müsste da aus der Treppe gekommen sein, da unten rechts. Jetzt packt er die Skills aus. Ab und zu blitzen sie mal auf. Ja. Pro-Gamer Skills, ey. Wie so ein Leuchtfeuer, Leuchtfackel. Das hatten wir doch erst, ne? Blendgranate. Die Überlebenssprungangriff. Ich hab vielleicht eine dickere Rüstung an. Vielleicht ist er auch dumm und hat nicht verstanden, dass er sterben soll. Was soll ich nochmal tun? Dumm. Wie macht man das? Oh. Warum bin ich explodiert? Wahrscheinlich ist an dem Öl gleichzeitig noch ein Pfeil mitgeflogen. Das können sein. Gibt's die ganzen Seelen schon wieder weg. Und sie sind weg, weg. Und wir haben wieder keine da. Das reimt sich nicht. Ist dir gut aufgefallen. Ich kann auch mal was ausprobieren. Mir ist es lieber, wenn etwas... nee, ist es nicht. So gut. Ganze Sätze sind hilfreich. Ja, nee. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Was sucht es? Ich suche Fernglas. Fernglas habe ich nämlich vor einer ganzen Weile... Ganz oben. ...mal gefunden. Mhm. Und wo? Das bei Ausrüstung vielleicht? Nee. Das gesehen, ja. Ungesehen bei dir im Inventory. Mach mal runter. Da nicht mit drinne. Immer noch nicht. Hm. Wo ist es denn? Hier ist das. Hier war das. Genau. Haha, haha. Sagt doch das bei Ausrüstung, sagt er nee.
mich Zielsucht zaubern, also snappern. Die haben die Mechanik immer noch drin. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Du wirst festgestellt haben, dass der Knilch, der da normalerweise lag, der ist weg. Der liegt da nicht mehr. Ja. Das ist so eine Art Noob-Schutz, wenn man einen Gegner häufig genug umgebracht hat. Aha. Dann taucht der nicht nochmal auf. Aber den Hund zum Beispiel hast du genauso oft umgebracht. Nein, ich habe den Knilch einmal mehr umgebracht. Na komm. Psing, psing. Und so kann man sich übrigens auch durch die Level sterben. Da man die ja jedes Mal neu umbringen muss, kommen die irgendwann nicht mehr wieder. Sind die immer weg? Die sind jetzt für immer weg, es sei denn, ich benutze einen speziellen Gegenstand, den wir schon mal erwähnt, dass man ja so ein Gebiet neu beleben kann. Sperre machen kann. Und da würden die auch auftauchen. Aber ich meinte jetzt, wenn du das Gebiet verlässt und wieder hingehst. Nein, die bleiben jetzt permanent weg. Aha. Ich sag ja, das ist so eine Art Noob-Schutz, weil jedes Mal, wenn man spielt, schafft man es ja ein oder zwei Gegner mehr umzubringen und irgendwann kommen die halt nicht mehr nach. Das ist aber irgendwie ein bisschen lame. Ja, aber sonst würde ich ja mich ja weiter immer hier lang quälen müssen. Und irgendwann kommen halt keine Gegner nach und dann muss ich nicht immer jeden Gegner einzeln umbringen, sondern dann kann ich ja fast durchlaufen. Hm. Die Mechanik ist schon gar nicht mal schlecht. Weißt du, wie oft man die killen muss, dass sie... Zehnmal. Zehnmal. So war es jedenfalls das letzte Mal. Das heißt, ihr guckt uns gerade das zehnte Mal zu, wie wir hier... Also mir zu, wie ich hier lang versage. Natürlich auch interessant, oder? Wer so viel Geduld hat, ey. Ich könnte mir bessere Beschäftigung vorstellen, aber naja. Was soll's? Puh. Ich habe noch keins verbraucht. Ja, ist mir aufgefallen. Hätte ich's, Mann. Was besser? Würde ich. Bist du auch zu doof für? Nein, ich will dich nicht in Neid ausbrechen sehen. Oder in Gelächter? Ach, das ist mir egal. Aber du wirst immer so schnell neidisch und bist dann, ja, machst genau, mich ja nicht mehr. Ich werd zu schnell neidisch, ja. Machst du da? Ach, ich hänge hier nur drum. Also ich hoffe mal, falls es mich als Untoter irgendwann wiedergeben wird. Ja, der ist zum Beispiel auch schon weg. Der hat auch was fallen lassen. Der andere. Ja, ich weiß. Eure Pfeile. Falls ich irgendwann mal unter irgendwo sein werde, ich hoffe, ich muss nicht jahrhundertelang an irgendeinem Steg da rumhängen. Du hoffst, du wirst nicht von mir gespielt, oder? Ja, das auf jeden Fall. Der war knapp. Boah, blocken müsste man jetzt noch können. Wollte gerade sagen, trink diesmal was.
Piu! 269. Das hat sich matschig angehört. Fackel. Na bitte. Knapp daneben. Wurfmesser hast du auch noch nicht verwendet. Nö. Jetzt solltest du wieder was trinken. Schluck. Wie war das? Gut Schluck? Ah, ich wollte doch nur anvisieren. Du könntest ihn mit Sniper-Skills fertig machen. Könnte ich jetzt mal ausprobieren, ne? Musst du dadurch nicht in Gefahr begeben. Erklär, wie es funktioniert. Ich rüste einfach den Zauberstab aus, benutze das Fernglas, um in eine bestimmte Richtung zu gucken. Und dann zauber ich mal. Und dann fliegt der Zauber meistens genau dahin, wo ich gerade hingucke. Nette Mechanik. Das stimmt, das ist quasi wie beim Ego-Shooter, nur dass du kein Zielkreuz hast. Ja. Und jetzt haben wir da unseren Ölwurfknilch einfach mal weggeschossen, ohne dass der uns mit Öl bewerfen konnte. Und uns quasi das dritte Mal durch den gleichen Trick töten konnte. Du hättest aber in dem Zuge gleich den Typen da oben, den Pfeilschießeknilch wegmachen können. Den Pfeilschießeknilch wegmachen? Sollte ich das? Das würde auf jeden Fall erstmal nicht schaden. Ich weiß auch nicht, ob mein Zauber die Reichweite hat, deshalb werde ich das jetzt erstmal lassen. Ausprobieren. Vielleicht aber noch mal kurz hier noch von oben. War das hier? Nee, die sind eklig. Die sind eklig. Die können kein Licht ab. Ich wollte erstmal da unten lang gehen.